Hallo und herzlich willkommen zurück zum Thema HTML und CSS. Diesmal formatieren wir mit links rum. Ja, ich wollte eigentlich noch Schriftarten vorher machen, aber in CSS 3 haben sie sowas Schönes mitgeliefert, da kann man wirklich jede Schriftart benutzen, da muss man sich nicht mehr mit den vorgefertigten in den Browsern rumschlagen. Das zeige ich euch dann lieber irgendwann später. So, ja, also ich habe hier mal einen Link reingemacht, den brauchen wir natürlich, wenn wir rumformatieren wollen, deswegen habe ich das Bild mal rausgeklammert. Ich habe nämlich den Link erst nicht gefunden und wenn man hier ganz genau aufpasst, dann steht da so ein kleiner, kleiner, süßer Link da. Fast nicht sichtbar. Ja, weil ich erstens mal schon auf Google war und zweitens unser Hintergrund nahezu dieselbe Farbe hat wie dieser Link. Außerdem ist er unterstrichen, das wollen wir doch alles nicht. Deswegen ja, gehen wir in unsere CSS rein und ich verschiebe das hier alles mal nach unten. Das ist ja egal, wo wir das hinschreiben, aber so sehen wir es gleich. Wir haben den Link schon besucht, das heißt, wir gehen auf a:// visited. Also a ist der Link und das :// visited heißt, dass wir schon drauf waren. Das ist jetzt ein anderer Selektor wie das, was wir bisher schon hatten. Ja, das ist halt einfach mitgeliefert, das ist eigentlich ganz nett. So. Also, a:visited. Dann zum Beispiel eine Color. Ich hätte den jetzt ganz gerne weiß. Weiß ist anders. Ich meinte, das waren 6 Fs. Und siehe da, man kann den Link endlich mal sehen. Da unten. Sehr schön. So, jetzt wollen wir da aber noch mehr haben. Wir wollen zum Beispiel, dass wenn man drüber fährt, über den Link, wenn man ihn einfach nur hovert, dass man dann eine andere Farbe kriegt. :// hover. Hover bedeutet jetzt, ich fahre drüber und dann kriegt der Link eine andere Farbe. Das ist jetzt eigentlich wirklich nur für die Links sinnvoll gerade, weil den Rest machen wir dann in einer anderen Programmiersprache. Da geht es nämlich viel zuverlässiger als in CSS, aber probieren wir das hier einfach mal auch aus. Was für eine Farbe weisen wir eben dann zu. Wir wissen, wir waren schon auf Google drauf, deswegen macht weiß keinen Sinn. Schwarz macht auch keinen Sinn, das kann man nicht gut lesen. Machen wir ihn mal rot. Ihr erinnert euch, rot, grün, blau. So, weiß ist er, weil wir drüber gefahren sind. Rot wird er, wenn wir ihn markieren. Also weiß, rot, weiß, rot, weiß, rot. Und ich könnte ihn mal noch ein bisschen größer machen. Dann formatiere ich einfach generell den A-Tag um. Na, generell ist es eigentlich eine Font-Size. Ah, das ist wohl, ja. Machen wir mal 50 Pixel, dass wir den auch gut sehen können. So, jetzt haben wir einen schönen großen Google-Link. Rot, weiß, rot, weiß. Also das Rot kommt hierher, wenn wir drüber fahren, und das Weiß kommt daher, dass wir ihn schon besucht haben. Wenn wir jetzt noch nicht drauf waren, sagen wir mal, wir packen hier noch irgendwas Zusätzliches rein, was es als Domain vielleicht gar nicht gibt. Dann waren wir noch nicht drauf, dann ist er blau. Und wenn wir drüber fahren, wird er trotzdem rot. Wie schön. Wenn ich jetzt da draufklicke, dann wird er weiß, auch wenn es die Seite gar nicht gibt. Genau. Der Punkt sollte da bleiben. So. Dann gibt es aber auch noch Active. Und da wird es jetzt kompliziert, weil ich kann schlecht den Link für meine eigene Seite, die ich noch nicht mal hochgeladen habe, angeben. Kann schon, aber das ist ein bisschen komisch. Ja. Machen wir da mal eine Color. Was haben wir denn noch nicht? Grün. So, weiß, weil wir auf Google schon waren. Jetzt machen wir hier den Link zu unserer eigenen Seite, die heißt myfirsthtml.html. Verdammt, habe ich mich verschrieben.
myfirst.html.html. Nee, ich habe mich nicht verschrieben. Dann habe ich mich da verschrieben. Dann wird der Tag anscheinend auch nicht unterstützt. Wie schön. Deswegen benutze ich diese ungern. Manu. Okay, dann halt der nicht. Ich mag die sowieso nicht. Ich mag am liebsten den Hover und den Visited und den normalen. Ja. Das ist eigentlich auch schon fast alles, was es zu Links zu sagen gibt. Aber man kann jetzt das theoretisch auch auf die Überschrift beziehen hier. Hover. Das heißt, unsere Überschrift wird erstmal, wenn wir jetzt rüberfahren, sehen wir hier, ziemlich unnötig. Aber man kann es auf alles beziehen. Es wird halt direkt umformatiert. Also das Hover bezieht sich immer auf das, wo wir drüber fahren. Ich klicke da nicht mit der Maus oder sowas, sondern ich fahre wirklich nur drüber. Das geht wirklich bei jedem Element, aber man muss da schauen, schaut mal her, wie sich das anfühlt, wenn man da drüber fährt. Das wackelt dann nur so hin und her, also verwendet es nicht allzu häufig. Für Menüs ist es ganz nett, weil dann kann man zum Beispiel irgendwelche Attribute sichtbar machen, wenn man drüber fährt. Ja. Ich zeige euch jetzt noch kurz eine weitere Selektion. Nicht Hover, nicht Visited, sondern was anderes. Und zwar habe ich hier einen Paragraphen mit P, der nennt sich natürlich P mit der Klasse Para. So, jetzt kann ich natürlich meinem Div auch noch die Klasse Para zuweisen. Class gleich Para. Genau. Aber ich kann trotzdem nur auf diesen Paragraphen hier zugreifen, der wirklich ein P ist und ein Paragraph ist. Also Class Para hat, indem ich P für den Tag schreibe und dann Punkt und dann den Klassennamen Para. Und dann kann ich ganz normal weiterverfahren. Dann habe ich praktisch die Klasse selektiert, die sich Para nennt und den innerhalb des Tags P steht. Und dann kann ich hier Color, na, machen wir was anderes. Font Size 128. Bei 128, 42. Pixel. Ja. So. Und jetzt kann man auch sehen, dass es hier nur die erste Zeile eingerückt ist, was eigentlich gar nicht so blöd ist. Genau. Ja. Und ihr seht, okay, ihr seht es nicht unbedingt. Packen wir hier die Klasse Para auch noch hin, dann sieht man es. So. Das habe ich immer noch drin. Die Überschrift wird nicht verwendet, obwohl wir hier sie wirklich nur für das Hover formatiert haben. Das heißt, eigentlich müsste die Klasse, wenn ich jetzt nur Para schreibe, wird die Überschrift mit formatiert. Wenn ich nur Para schreibe, mit einem Punkt davor, wird die hier mit formatiert. Wenn ich jetzt aber p.para schreibe, werden nur die Tags p mit der Klasse Para formatiert. Was ja nur der hier ist. Ja, so viel dazu. Eigentlich gibt es dazu jetzt gerade nicht mehr zu sagen. Das nächste Mal gehen wir ans Boxmodell, was nicht ganz einfach ist, aber ich denke, das schafft ihr schon. Und dann, wenn wir das Boxmodell haben, werden wir vielleicht so eine richtig schöne Navigationsleiste bauen. Ich denke, da freut ihr euch sicher schon drauf. Das gibt es nämlich auf nahezu jeder Webseite. Ist auch heutzutage nicht mehr wegzudenken. Ja. Dann wünsche ich euch viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal.